Hey, alles spritzig bei euch? Hier ist Tentacool, frisch mitten vom Inkopolisplatz. Wo sollte das Ende der Klopapierrolle sein? Vorne oder hinten? Trefft eure Wahl am Spätfest Wahlstand. Das hier sind die Arenen für das Spätfest. Grätenkanal? Ich weiß, die Enten sind niedlich, aber geht trotzdem nicht zu nah ans Wasser. Aber die sind doch so süß. Buckelwalpiste. Die Akustik hier ist der Wahnsinn. Meine Stimme klingt fantastisch. Ja, das Echo glättet das Ganze etwas. Für dieses Splatfest haben wir eine ganz besondere Arena vorbereitet. Die Wandelzone. Du hast bei der Arena geholfen? Wie cool, Marina. Es gibt ein Update. Oh, ich liebe Updates. Bei den Arenen gibt's was Neues. Sieh mal an. Grätenkanal. Fantastisch. Immer gut, mehr Auswahl beim Kämpfen zu haben. Neue Entwicklungen bei den Waffen. Klopzer. Oje, da wird Arti wieder was zum Erzählen haben. Ich habe ihn ja gern, aber die verkettet bla bla. Und denkt daran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Leute, willkommen zurück zu Splatoon 2. Wir sind hier im Splatfest. Im letzten Part, im letzten Video haben wir ja schon gesehen, was das Thema ist. Sollten Klopapierrollen nach vorne abstehen oder nach hinten? Ich habe natürlich nach vorne genommen. Die meisten haben nach vorne genommen. Sehr verrücktes Thema. Echt ein What the fuck Thema. Ich denke, die meisten werden sich hier für das entscheiden, wofür ich mich auch entschieden habe. Sollte natürlich nach vorne abhängen. Seht euch mal ein cooles Hemd an. Splatfest-Thema, sehr verrückt. Amerika kriegt ein besseres, sehr Halloween-basierend. Werwolf gegen was war's denn? Keine Ahnung, irgendwas halt. Ja, und wir bekommen das. Naja. Schauen wir mal. Ja, neue Map gibt's auch, beziehungsweise sogar zwei. Die Tümmlerkuppel aus Splatoon 1 wurde hinzugefügt und gerade wie ihr gelesen habt, Grätenkanal. Ich habe in beiden Maps noch nicht gespielt. So, was nehmen wir hier? Achso, ich brauche hier gar nichts. Hoppla. Ich nehme jetzt natürlich wieder eine neue, hier, was ist das? Tintentoleranz, ja. Neues Outfit für das Bettfest, das noch ausgerüstet oder halt noch nicht verbessert ist. Oh, hier. Okay, guck mal, für dich jetzt Klotzer 14a. Mhm. Aha. Aha. Okay. Außerdem ist das neu. Mhm. Sorry, ich lese das mal kurz. Ja. Kaufen wir beides mal. Ja komm, das hier nehmen wir gerade mal. Versuchen wir es mal. Und Schuhe. Was nehmen wir für Schuhe? Hier waren der Stiefel. Komm. Kaufen und gleich anlegen. So, das ist unser Splatfest-Outfit. Jetzt haben wir das erledigt und wir stürzen uns gleich ins Abenteuer. Mal schauen, ob gleich der Grätenkanal kommt. Ich hoffe es. Lol, Backroll. Gehen noch ein bisschen die Stimmung genießen und dann geht es gleich los. So. Ja, ja. Hoffentlich kommt gleich der Grätenkanal. Ich habe noch nicht darin gespielt, wie schon gesagt. Das heißt, es ist ein neues Abenteuer für mich. Solo. Ja, machen wir mal. Und dann stürzen wir uns gemeinsam in dieses verrückte Splatfest hier. Und schau mal, was da so abgeht.
So, natürlich hat's. Vorwärts-Fan, lol. Haben wir schon Teammates gefunden. So, schauen wir mal, ob wir Rückwärts-Fans finden. Oder ob wir gegen unseresgleichen kämpfen müssen. Ich bin auch gespannt, wie die Wandelzone aussieht. Die sieht ja bei jedem Splatfest anders aus, also anderer Aufbau. Wir haben es ja schon zweimal erlebt. Beim ersten Mal war sie riesengroß mit beweglichen Plattformen und beim zweiten Mal war es eher klein. Okay, Rückwärtsfans. Es findet tatsächlich Rückwärtsfans. Das ist echt verwerflich, ey. Wer tut seine Klopapierrolle schon rückwärts aufhängen? Naja, gibt solche Leute, wie wir gerade gesehen haben. Unsere Gegner. Und allein deswegen müssen sie sterben, weil sie es falsch machen. Also! So viel, ich kann mit der Waffe umgehen, hab sie auch noch nie gespielt. Und jetzt sehen wir uns mal die Wandelzone an. Okay. Natürlich ist jetzt der Konzentrator nicht sehr gut zum Färben geeignet. So, hier ist ein Ding. Oh, hoppla, ich hätte springen sollen. So ein. Ja, guck, hab ich jetzt super hingekriegt. Ja, zuerst mal hier die Map ein bisschen kennenlernen, den Aufbau. Curling Bombe. Wow, da kann sich aber echt voll schnell aufladen. Also, Herr Arti hatte schon recht. Oh, ich bin zu scheiße mit so einem Konzentrator. War ich immer schon, auch in Splatoon 1. Es tut mir leid. Dieser Waffe werde ich wohl nicht allzu große Erfolge feiern können, aber ich will ja mal ein bisschen was ausprobieren hier in den Videos. Deshalb. Hier, guck mal. Jetzt wird zumindest mal einer zersplattet. Sehr gut. Ja, komm! Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hm. Schade, dass es nicht ein bisschen streut. So wie bei einer Shotgun, das wäre cool gewesen. Ich hätte jetzt hier ein paar erwischt. Hier guck ich komme damit nicht klar, es tut mir absolut leid. Oh, sieht schlecht aus. Ja, ich bin keine große Hilfe für mein Team, aber das lust ja auch ständig ab. Aber wenn ein Glied in der Kette schwach ist, naja. Ja. Nathan. Wenn ein Glied in der Kette schwach ist, dann muss man sich nicht wundern, dass die Kette reißt. Also, ich will jetzt meinem Team hier gar keine Vorwürfe machen. Ich bin scheiße. Ja, komm! Mein Gott, oder die Waffe ist scheiße. Oder ich in der Kombination mit der Waffe bin scheiße. Sagen wir es mal so. Ich denke, so trifft es das Ganze am ehesten. Ja, komm, ich bin zu blöd. Ich wechsle gleich die Waffe. Das musste ich mir nicht geben. Ich wollte eigentlich jetzt hier mal in der ersten Runde so ein bisschen die Map kennenlernen. Schauen, wie sie aufgebaut ist. Was es hier für Tweaks gibt. Aber ne. Ich sterbe da unten wie ein Rettich. Ja, habe ich den getroffen oder habe ich ihn getroffen? Denn? Ja. Aber Arti sagte es ja. Macht nicht ganz so viel Schaden wie die anderen Konzentratoren. Dafür ladet es schnell auf, also will ja nichts sagen. Aufladen tut es wirklich schnell. Aber für mich ist es, wie ihr gesehen habt, nichts. Ja, ich guck mal, letzter Mann. Ich habe 4 Leute gekillt. Okay, ja, von mir aus, mir soll es recht sein. Ne, sofort die Waffe wechseln, ey. Geht gar nicht. Tut mir leid für den Fail gleich am Anfang, dass ich so abgelost habe. Was will ich tun? Naja, natürlich die Waffe wechseln, oder? Ja, ist natürlich immer so Risiko, wenn man so macht wie ich und immer. Sollen wir hier die hier versuchen? Komm. Wenn man immer Sachen nimmt, die man noch nicht ausprobiert hat, auch bei der Kleidung, wo noch keine Effekte aktiviert sind und so. Natürlich risikohaft, aber was? Ich will das halt so. Keine Ahnung. Find das lustig.
So, jetzt warten wir mal. So. Ja, wir warten und wir warten. Komm, komm, jetzt hier. Mit dem, mit dieser Waffe, mit dieser Waffengattung kann ich besser umgehen. Wir haben es ja schon erlebt in vorherigen Videos. Kann ich durchaus was reißen. Und jetzt schauen wir mal, wie ich damit klarkomme. Jetzt müssen halt nur noch Leute joinen, so. Rückwärtsfans, okay. Der richtige Feind. Ich denke, dieses Thema könnte den dritten Weltkrieg auslösen. Buckelwalpiste. Haben wir auch schon oft erlebt im Splatfest, oder? So, hier haben wir die Seifenblasen als Special Move. Und ein Tintenwal hier. Also ein Tintenwal, sondern ein Wal. Da ist man abgehauen. Hier. Abgehauen. Ja, komm! Ja. Da bin jetzt ganz allein ich schuld. Ich weiß nicht, was ich hier versucht habe. Aber wurde ja mit meinem Tod bestraft, würde ich sagen. Oh, ich habe jetzt gerade vergessen, dass ich gar keine Curling-Bombe habe. So. Guck. Okay, so funktioniert das mit dem Seifenblasen. Oh, man muss die jetzt, wenn man sie geschossen hat, anschießen mit der eigenen Farbe, damit sie nochmal explodieren. Also sind quasi so Art Bomben, die man nochmal, ja, die halt über einen schweben. Und dann explodieren nach einer Zeit, wenn man sie trifft. Sehr cooles Konzept. Und relativ tödlich. Will ich doch hoffen. So, wo ist er? Mensch, wieso fährt der Scheiß nicht schnell auf? Ich bin keine große Hilfe für mein Team. Ich gebe es ja zu. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich keine Einsicht. Ich gebe es zu. Jetzt muss ich mich auch etwas aufwärmen. So, hier. Oh! LOL! Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt noch von dem Typen neben mir gekillt worden wäre, dann hätte ich sie noch eingesehen, aber so. Ja, der Nachteil an dieser Waffe ist natürlich, dass man hier so aufladen muss und so. Was springt denn der hier? Hier. So, jetzt könnt ihr das mal sehen. So. So, jetzt hab ich doch am Ende noch etwas aufgeräumt. Und es hat sogar gereicht für uns. Take that, Rückwärts-Klo-Typen. Ja, das Beste, es ist mir jetzt nicht eingefallen auf die Schnelle. Super! Und jetzt sind wir schon volle Kanne, Vorwärts-Fan. Volle Kanne, ey. Und hier, bald ist unser erster Effekt hier bei den Kleidern aktiviert. Sehr gut. Hoffentlich sehen wir jetzt mal den Gretenkanal. Bin ja schon gespannt. Oder Gretenkanal.
Ja, die Inklinge, die diesen Grätenkanal, diese Brücke gebaut haben, über die, ja, über den Fluss, die haben schon Eier, denn Inklinge gehen ja kaputt im Wasser. Das heißt auch so Schiffingenieure und so. Ja. Die sind echt in Gefahr. Was passiert eigentlich bei Regen mit den Inklingen? Sind sie dann tot? Nee. Oder sterben sie wirklich nur, wenn tiefes Wasser ist? Aber wenn man in Mario Kart mit den Inklingen taucht, dann passiert auch nichts. Also hier ist wieder ein Logikfehler, oder? Und Rückwärtsfans. Hallo Rückwärtsfans. Ich dachte jetzt echt, man findet hier gar keine Rückwärtsfans und muss nur gegen das gleiche Team antreten, aber nee. Jetzt haben wir schon wieder Rückwärtsteams gefunden. Grätenkanal, super! Oh, jetzt bin ich natürlich im Nachteil, da ich die Map nicht kenne. Lernen wir sie gemeinsam kennen. Okay. Riesige Brücke. So. Oh, was mache ich denn? So, hier ist noch ein Abschnitt, der ist ja noch ganz farblos. Das ändern wir schnell. Wisst ihr was? Diese Map erinnert mich voll irgendwie an 4, die Walking Dead erste Staffel. Da gibt es auch so einen Ort. Leute, die das vielleicht kennen, wissen vielleicht, wovon ich rede. So. Ja, sollte die Dinger eigentlich eher in Gegnernähe abschießen. Das ist vielleicht sinnvoller. Immerhin auch getötet. Und Unheil. Abgewendet, hoffe ich doch. Sehr cool, die Map gefällt mir. Das ist natürlich erst mein erstes Match. Mal schauen, wie das dann in 100 Matches ausschauen wird. Aber jetzt mal der Ersteindruck ist durchaus positiv. Oh, ich bin ja hier an der Base, an der Feindlichen. Genau, man kann 3 so Dinge abschießen. Gut, guck mal, jetzt haben wir den gekillt. Hat ja doch eine relativ hohe Reichweite, diese Explosions, der Explosionsradius. Oi, Mann! Jetzt wird's doch noch knapp. Ich dachte, das Match haben wir in der Tasche, aber nee. Obacht. Sakari. Aber diese Waffe hier, die gefällt mir jetzt durchaus. Hier noch den gekillt. Immerhin. Ja. Blau, oder? Nee. Aber knapp. Knapp, knapp. Freut mich. Guck mal, und 6 Leute gekillt. Kann sich sehen lassen. Das kann sich doch sehen lassen. Guck mal, und gestiegen bin ich auch noch. Gut.
Gut, gut, gut. So. Rückwärtsfans, hallo. So. Und nochmal der gelbe Kanal, super. Ruhig neue Map hier. In seiner vollsten Pracht zeigen. Das ist gut. Ist auch mal cool. Teamgeist! Bei uns gibt's Teamgeist! Nicht bei den nicht wie bei den herzlosen Rückwärtsfans. Immerhin auch getötet den Pau. Der kämpft sich hier gleich vor zu unserer Base hier. Man glaubt's kaum. Ja, komm, hoch jetzt. Oh, oh. Wo ist denn jetzt mein Ding hin? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Schwarmraketen. Ah, gut. Schade, keinen mitgenommen. Das wäre jetzt schön gewesen. So, der mit seinen Schwarmraketen, Mann. Weg mit dem. Oh oh. Ab hoch. Auf Land. Immer ich. Mann! Im Nahkampf ist diese Waffe nix. Ha, gut. Ah, Mann. Ich sagte doch gerade, im Nahkampf ist diese Waffe nix. Warum höre ich nicht auf mich selbst? Oh Gott. Mund wie ein Kamel. Eine Stimme wie ein Geier und Ohren wie eine Schnecke, aber trotzdem hört er nichts. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Naja, im Prinzip will ich das schon, dass die Gegner sterben. Sagen wir es mal so, es war nicht geplant. So, jetzt habe ich hier noch diesen Typen da links gekillt, falls ihr es mitbekommen habt. Ah, diesmal aber. Nee, diesmal. Hä? Schon wieder gewonnen? Okay, ich bin farbenblind, aber zum Glück. Besser ein Sieg als eine Niederlage. Ich sag's euch, Leute. Ordentlich Punkte einsammeln und jetzt hier neue Fähigkeiten bekommen. Aha, ja, von mir aus. Gut. Läuft.
Das läuft bei uns, Freunde. Volle Kanne Vorwärts-Fan, wie das klingt. Schön, schön. Wir warten auf die Gegner mal wieder. Hier sind sie. Buckelwalpiste, ja gut. Dann machen wir das. Wo ist denn der Penner? Mein Gott, da kommen sie überall. Oh! Der war doch schon längst tot, als ihr mich getötet habt. Ihr habt's gesehen, Freunde. Und ich dachte, tote Leute fucking sind tot. Ja, 1-2. Arschloch. Sind das immer noch meine? Ist auch tot. Tot. Wo ist die Blase? Hoppla. Sorry. Oh. 1-2 wieder. 1-2 switch. Wo ist der Krüppel? Ah, guck. Ah, ich wollte den noch killen. Aber gewonnen ist gewonnen. Yes, und super Vorwärts-Fan. Leute, das ist ein guter Abschluss für diesen Part. Aber der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind mitten im Splatfest. Wir kämpfen für Team Vorwärts. Ihr hoffentlich auch. Und der Kampf wird im nächsten Video fortgesetzt. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt spritzig. Und viel Spaß beim Zocken. Ja, viel Spaß beim Zocken. Geht jetzt und kämpft für Team Vorwärts. Macht schon. Schaltet das scheiß Video aus. Tschüssi. Ja, ciao.